finde, vorhin 207 Meter bei sehr kurzem Anlauf beim ersten Flug. Der geht extrem weit. Weit über die Straße raus. Beim Start. Nichts passiert. Wow. Gott sei Dank. Wollte nur ein Telemark haben. Schwere Schanzenrekord gewesen. Aber da war keine Linie, nichts mehr unten, der bleibt trotzdem. Das habe ich nicht verstanden, dass man da nicht die Linien etwas besser zieht, um gerade bei diesen diesigen Verhältnissen dem Springer zu helfen. Aber man sieht, man kann hier über 225 Meter nur noch ganz schwer stehen. Boah, schau, und jetzt keinen Pendler, da geht der weiter. Wow. Schau, da ist er hoch. Und normal geht die Schanzen flach, aber schau, wie der hoch ist. Bricht ihn auf, versucht ein bisschen einen Telemark machen, aber kippt einfach um. Da ist der Druck so groß.